Yo Leute, herzlich willkommen auf dem Player Sub Channel. Ich bin euer Silvi. Stimmt, du bist Toplane. Ja, nee, ich bin Mitte. Ich darf Mitte. Oh, ich hätte mich fast selbst gebannt. Ach so. Was war jetzt Choice? Ist das Bann, ne? Ja, du musst jetzt Ey, bannen. was war, ne? Ja. Warte, was bann ich? Was ist denn stark gerade? Immer dieses scheiß Englisch hier in NA, ne? Irgendwie habe ich gerade nicht aufgepasst. Was war denn immer? Ja, nein, 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 das weiß ich. Das Ja, weiß ach ich. so, ach so. Ich weiß gerade nicht, was ich bannen wollte. Ja, was Schönes. Ich will aber nichts Schönes bannen. Ah, na toll, wir haben einen Eagle in unserem Team. Mann, nee, wie kommst du rauf? Ach, steht da dran, ja. Also entweder ist er ein Eagle Hunter oder er ist selber eins. Ich bin nicht so ganz Wieso hat sicher. Eagle Hunter das Wort Eagle im Namen? Ja. Hä? Ich meine, hallo, das kann kein Mädchen sein. Warum Der Name nicht? ist Zitochrome T und er spielt Thresh. Ja, passt doch. Nein. Hä? Nein, nein, solche Menschen spielen keinen Thresh. Okay. Ja. Boah, wer hat denn diese Masterpiece gemacht? Oh, warte mal, Cho ist ja super stark gerade im Jungle. Okay, Der hat eine 56-prozentige Winrate als Jungler gerade. hä? Was? Ja, Aber der deswegen wurde kann gut man den noch gebufft nicht in den gleich Patch. picken. Doch, warum nicht? Da braucht man Erfahrung, Das Skill und Training mit. ist einfach, Alles, was du nicht hast. das ist ein bisschen rechtsklicken Oh Gott. und ein bisschen weh. Nehme ich das hier mit? Du bist ein Oder schlechtes das? Vorbild für unsere Viewers. Psst, ich habe heute auch Cho'Gath auf meinem Main gespielt und Ist ja gewonnen. nicht wahr. Dieser Wie? Lau Elo, ja. Amo oder Veterans? Ah, ich nehme das einfach mit. Ah, Pantheon, ich bin ran, ne? Choose your champion. Steht Guck da. mal, wenn du es dann machst, kann ich Q machen. Ach was. Und dann ist der Gegner tot. Ja, ist klar. Das ist ja fast wie Magie Ja, hier. ja, 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 ja. Sprich, ich muss wieder anfangen, damit du überhaupt was reißt. Naja, ich kann auch was machen, wenn du willst. Ja, mach mal. Ja, Carry mich mal. Leute, das, genau das. Oh ja, ich habe den Bogen raus. Perfekt. Ah, ich habe keinen Skin. Das sieht voll hässlich aus ohne Skin. Skin? Skin. Oh, doch, ich habe einen Skin. Du hast einen Ich habe Skin. einen Skin. Habe ich wieder vergessen, schon wieder so lange her, seitdem wir Guck die NA-Folgen mal. aufgenommen haben, ne? Warte mal, bist du. Ah, du bist ja Mitte! Ja, hab ich doch gesagt. Oh, stimmt ja. Ja. Ich glaube, wenn man nicht da tun, eine Hilfe kriegst von mir. Ey, die Gegner haben aber scheiße viel Damage, ne? Ja, aber kein Skill. Die haben genug, um dich zu Die haben zermatschen. kein Skill. Denk mal nicht, dass du Hilfe bekommst. Ich helfe dem Darius erstmal. Oh, ja, ist ja klar, ne? Ist ja klar. Der Ja. Darius, wieso braucht der Hilfe gegen den Pantheon? Ja, weil Darius, kennst du diese so, also weißt du, womit ich den am Igor verbinde? Was? Igor? Womit ich den am Igor verbinde? Du hast so einen riesigen, fetten Russen vor dir, ja, der einfach mal gut gebaut ist, groß ist, kein Gehirn und jeden verprügelt. Das sind für mich Darius-Spieler. Okay. Aber der hat Darius into Pantheon gepickt. Da ist er doch selber schuld, wenn er dann Kacke macht. Hä, ist das nicht ein gutes Matchup? Ich glaube, das ist ein gutes Matchup für Darius. Warum? Darum Ich habe geht's ja auch Skin gar safe. nicht. Es geht darum, ihn in den Igor-Zustand zu bringen. Den Darius. Ja. Der bringt mich doch in den Igor-Zustand. Der spielt aber oben gegen Ich Ignite. bin dann deutsch-russischer Igor. Ja, aber Mitte zu gegen ist blöd, wenn er Shadow hat. Oh Mann, du hast aber auch für alles eine Ausrede. Ich weiß, wie man das Spiel spielt. Ach, ist ja nicht wahr. Guck mal hier, du bist gerade mal Level 4, du hast mir gar nichts zu melden. Ha, was bist du denn? Level 0 da? Ich bin Level Smite. Ach so, Smite Entschuldigung. zieht viel wird zerschmettern. Guck mal hier, der Pantheon, das ist ein Streamer. Ja. Leute, Twitch TV, ja, Xin, Sin, Sin, Xau. Ja, da gehen wir jetzt erstmal drauf und gucken erstmal. Oh Gott, ey, sein Name. Ich wollte Xin Sau sagen, aber es ist Sin Xau. Leute, oh, mein Ingame-Sound ist ja ultra laut. Holy shit. Hätte ich ja meinen echt leise gemacht. Ich könnte meinen, glaube ich, mal lauter machen. Nee, ist ja Patch Day, also war Patch, deswegen hat er das geresettet, I guess. Bei mir ist ruhig, solltet ihr das nicht. Boah, ich sage dir diesen scheiß 144 Trillionen Ping, ey. Wow. Jetzt ist wieder mitten in der Nacht, Leute. 2 Uhr morgens. Wir nehmen 2:14 Uhr. Wir nehmen wieder ein NA-Video auf. Irgendwas stimmt nicht. Was hat er denn? Warum hat unser Thresh Grasp dabei? Jetzt geht das schon wieder los. Weil er darauf steht. Thresh, just as a little tip. Was sammeln?
you should consider Colossus instead of Grasp. Zum Beispiel bei deinem Quacky AD, Kevin. Ist auch wieder neu oder was? Ist okay, ist trotzdem besser in der Mitte, aber ne, auf AD Carry ist okay. Guck mal, Leute, jetzt habe ich ihm super nett gesagt, ne, wie das Ganze aussieht. Und jetzt meint er einfach, wir werden Bot ficken, deswegen werden sie keinen Magic Damage haben. I will try it. That's the spirit. Hallo Caitlin, du Fotze, ich starte hier. Hallo Caitlin. Caitlin. Ich glaub, die ist schüchtern. Oh, und jetzt bemerkt sie, nein, Effekt, ey, du hilfst mir auch nicht. Hä, du hast nicht. Warte, ich soll dir helfen. Warte mal, wurden alle meine Einstellungen geresettet? What? Ich bin davon ausgegangen, du würdest mich wieder freundlich, bestimmt zu flamen. Nicht mehr. Tut mir leid, ich hab actually erwartet, dass du gut bist, aber ich hab mich geirrt. Sorry, ich bin boosted. Ich weiß. Ich hab von dir gelernt, wie kann ich da gut sein, hallo? Warte mal, irgendwas stimmt hier nicht, das gefällt mir gerade gar nicht. Das sind nicht meine Einstellungen. Seit wann resettet der Patch alle Einstellungen? Hat er bei mir auch nicht. Du hast das resettet. Ja, stimmt. Das ist genau das, was ich gemacht habe. Ja. Ich habe mir gedacht, heute in der Aufnahme mal alles resetten. Schieb das doch nicht auf den Patch. Ja. Oh, nee. Oh, dieses Nicht-Pushen vom Set, ne? Das geht mir voll auf den Eier. Das Nicht-Pushen? Ja. Was meinst du mit dem Nicht-Pushen? Ja, Nicht-Pushen. Das geht ja von Pushen, das Nicht-Pushen. Soll er dich denn? Nicht die Hausschuhe, sondern... Warte, ich verstehe nicht. Willst du jetzt haben, dass er dich pusht, oder willst du es nicht haben? Was? Ich will, dass er mich einpusht, damit ich nicht gegankt werden kann. Wow, das ist ja fast schlau, was du da denkst. Ja, das ist es. Aber die Zed spielt hier wieder... Ich werde invaded. Heißt das, du brauchst Hilfe, oder heißt das... Er hat mir mal Blue geklaut. Jarvan kommt mit, ne? Von links. Okay. Oh, Leute, das sieht nicht so nett aus. Vielleicht kann ja Papa Darius mir helfen. Wobei, der spielt Gelegenheit. Oh, ich bin tot hier. Aber ich kann nicht, ich bin Faker. Easy. Bitte kein Flash, mein Lieblings-Türke. Pantheon kein Ignite. Das ist schön zu wissen. Der will mich aber. Hier noch keinen. Holy shit, wie der mich einfach jagt. Ja, Top-Lane wird gedived, ne? Aber ich bin hier sehr beschäftigt. Das sehe ich, der ist tot. Unlucky Boys, Unlucky. So. Oh, ich dachte, du wolltest Top-Lane helfen. Ja, ich wurde invaded. Das ist aber eine nice Hilfe da oben, du. Das ist ja echt, das ist ja nice am helpen, ey. Nice warum, warte mal, warum ist der nicht einfach weggegangen? Der hat doch noch Teleport. Nice am helpen, ey. Don't gank with that many, that makes no sense, to be honest. Okay. Ah, whatever, den schreibe ich jetzt gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt meine Schuld ist. Ich meine, eigentlich ist er danach zu weit vorgegangen, nachdem ich rausgeflasht bin. Leute, ich komme mit dem Level 6. Ja, Umi? Ja? Sie den Z einmal killen gegen hier, oder? Das sieht schlecht aus. Vor 6 bin ich nicht unbedingt der beste Jungler. Ach, doch, der ist so gut. 96.000% Win-Wert. Ja, tut mir leid, ich brauche erstmal Level 6. Ist klar, ist klar, ist klar. Der Insane Gang auf den Corki. So habe ich es doch gern. Ich fahre mich erstmal weiter. Das ist ja süß. Ich weiß. Tut dir keinen Zwang an. Der Jarvan ist hier. Nein, komm mal. Kannst du noch Jay? Okay, ja, ja, ich komme da aber nicht hinterher. Also es hat für mich keinen Sinn, da rum zu chasen. Das ist abgebrochen, ne? Ich bin nicht tot, doch ich bin tot.
Unlucky, das gegnerische Team schafft es zuerst da zu sein. Wup, wup. Hat er geflasht? Ich glaube nicht. Corki, no heal. Brand, no ignite. Welches Smite holen wir uns? Rot. Schönes, schönes. Gelb. Nee, blau. Blau ist schön. Aua. Vor allem, ich dachte, du gängst hier mega geil mit deinen Kuh. Ich dachte, ich krieg dir Hilfe und nicht, dass du wieder zurückgehst mit deinem. Ich hab doch gesagt, das hat für mich keinen Sinn, das zu chasen. Oh, wärst du vorgekommen? Hätte ich Druck? Hättest du einfach mal umgedreht? Nee, das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach. Naja. So, hier, der Dario. Ah, ne. Wenn ich hier Level 6 hab, ne? Leute, wenn er jetzt auch in meinen Jungle kommt, dann holy shit. Ist vermisst. Mid ist wieder da. Ich wünschte, ich könnte so eine Midlane wie die Gegner haben, die einfach mal 14 CS behind ist. Was willst du mit so einer Midlane? Du hast mich. Ja, die carried. Ja, ich bin hier Best Farm in-game. Mit Anivia. Ja, weil ich den gegnerischen Jungler ablenke. Ja. Hätte kommen! Nice! Hätte kommen! Boah, wäre klar gewesen. Einmal guter Weg, Kevin. Gut, mittlerweile haben wir einmal. Ich bin auch gleich 6. Bibi, ich weiß gar nicht, der Zed hat gar keine Magieresistenz mitgenommen. Der hat 9 Armor, aber keine Magieresistenz. Ist ein bisschen unklug, wenn ich gegen Anivia spiele. Ich will ja nichts sagen, aber irgendwie. Der respektiert dich einfach nicht, der weiß genau, der macht dich auch so fertig. Der weiß halt nicht, dass wir EU-Spieler sind. Der denkt, da ist ja dann ein NL-Bird. Rocky Package. Okay. Ich brauch noch ein Camp, dann bin ich sogar auf 6. Kannst du zu deren Rap-Off kommen? Könnte ich, aber die sind sowieso alle. Oh, never mind, ich wurde gesehen. Aber ich komm hier raus. Passt. Was ist denn engaged und bin ich da? Der Pantheon kommt auch. Okay. Da komm ich hier nicht weg, scheiß Idee. 5 zu 4 Leute hier. Sogar 5, rein theoretisch. Der Band ist ja auch in der Nähe. Pants no R, Corki no Package. Ich glaube, ich brauche noch einen Ignite Kassier. Oh, okay. Ich glaube, der hat diesen Grip. Okay, ich kann ab jetzt anfangen zu ganken. Klasse. Ich weiß. Pass auf, wie ich die One-Shots machen werde. Boah, der ist ja Level 8. Der ist ja voll gut. Dann mach mal hier One-Shot Drake. Ne, ich mach erstmal One-Shot Botlane. Was ist das ein Idiot? Echt. Es der hat gar nicht verdient hier zu spielen. Oh, ich hab meinen E gar nicht aktiviert, lul. Jarvan ist Mitte. Boah, sorry Leute, aber das muss ich schreiben. Das muss sein. Das geht nicht anders. Ja? Das muss sein. Was hast du denn geschrieben? Idiot-Spieler. Du hast doch noch gar nicht geschrieben. Doch, Noob. Wo? Hä? Bin ich blind? Hab ich dich gemutet? Ja, blind. War das da oben? Immer, 9 Minuten 56 habe ich geschrieben. Ich bin der Anivia-Bird, der Pro-Spieler in der Mitte. Hier, hallo, hier, immer. Bitte. Ich sehe nichts im Chat. Oh, du trollst mich, oder? Auf. I don't know. Was für Drake für mich? Warum war der mal ihr Drake? Nee, ich muss so Raptors machen. Dann kannst du nur Solo machen oder muss ich dir helfen?
Kannst du Blue Solo machen? Ja. Aber ich habe gerade einen frisch vom Set Snack. Okay. Hack. Jump the spot. Ja, OP, ja, shit, Alter. Ich hab leider geflasht. Okay, aber. Mitte fehlt. Ja, Pantheon geht mir da. Warte. Der Javan war gerade irgendwo Bot sein. Kein Flash. Ich glaube, der weiß nicht, was ich vorhabe. Die Finger falsch auf der Tastatur liegen. Wieso kann er mich nicht reinlentern? Okay, es kann sein, dass der Jump den Drachen macht. Ich gehe da jetzt auch gerade hin. Ich bin hier ready. Da hat er den Drachen gemacht. Da ist er. Oh, echt? Ja, die scheiß Pantheon. Oh, komm, dann nimm ihn wenigstens daraus. Damit kein, Ding ist kein Flash mehr. Pantheon. Okay. Okay, Botman kann ich komplett knicken. Aber unser Blue ist noch da. Hat er noch Flash, der Set? Nee, ne, oder? Nee. Okay. Nee. Komm ich da gleich vorbei, nachdem ich dir den Blue gegeben habe? Ja, das ist nicht das Problem. Die scheiß Gangs auf den anderen Ländern ist das Problem. Wieso fightet ihr da unten? Nein! Kannst du unten halten mit mir? Ja. Wir müssen runtergehen. Ne. Ne. Der soll das auch unten. Da halten. Mein Schwanz. Du musst echt fighten. Da musstest du echt fighten können, okay? Ich bin hier. Okay. Hallo? Ja, wir taudeffen. Was mit Corki hier? Oder da? Ich hab nicht viel Mana. Und jetzt hab ich gar kein Mana. Holy shit, ich hab scheiße viel Gold. So, Leute. Jetzt beginnt der wahre Fun. Kacke. Ist von dem Package auf, ja. Oh, was ist das denn, ey? Scheiße, ich krabbel hier. Das hier. Ah, wobei die Linie-Tabis sind ja schon nicht schlecht. Sollten wir hier nicht unterschätzen. Jetzt so gar nichts. Wie ist denn das scheiß Item? Zwischen geht ja mal fleißig spazieren, ne? Irgendwo hin, ich weiß auch nicht mehr genau. Hä? Geht ja mal spazieren irgendwie. Ich weiß gar nicht, wo der da hinläuft, ey. Okay. Machst du den Solo, weil da mach ich dann Rap-Up und komm dann mit. Machst du ein Solo, ja oder nein? Nein! Ja gut, dann komm ich. Javan ist Botzeit. Okay. Da ist ein Wort drin. Da war ein Wort drin, okay. Boah, ich hasse das. Ich muss das erste Item... Mach doch! Oh Gott, ist der... whatever. Jump the spot. Botlane, ja, Zed ist auch Botlane. Echt, ich dive oben. Ich versuch das Mitte durchzupushen, aber ich kann da nicht viel machen. Da. Irgendwie ist immer Party Botlane. Die lassen sich dann... Die kann man einpushen die ganze Zeit. Push das ein, please, push das doch einfach ein. Mann, ich glaube, dem fällt das echt schwer, die Länge einfach einzupushen. Holy shit, ist der hohl! Oh, Hilfe in der Mitte. Wahrscheinlich. Muss ich kommen, sonst mach ich den Tower.
kann das halten, aber es besteht das Risiko, dass ich das nicht überlebe. Da haben wir kein Flash. Okay, pass auf den Set auf. Okay, nimm mein Corki ist oben. Mit Tower habe ich gekriegt, mehr kann ich nicht tun. Okay. Schade. Corki geht bitte, pass auf. Step S. Gateways. Oder auch nicht. Das hier. Hallo. Oh, nee, Leute, ich gehe komplett Frontline für mein Team. Das macht. Oh, RIP Caitlyn. Ich habe irgendwie das Gefühl, unsere Botlane versteht nicht, wann man wo zu sein hat. Und in dem Fall meine ich, ob man am Tower ist. Oh, Leute, die ficken gerade Mitte komplett weg. Leute, wenn die Lane-Swap-Phase beginnt, solltet ihr nicht, besonders wenn ihr in einem Pantheon haben, alleine ganz weit draußen sein. Das ist ein guter Tipp. Wir können da übrigens gut engagieren, denke ich. Ich bin bereit für alles. Ich hab gleich eine Q. Ich würde sagen, ich kann jetzt mit dem Champion jetzt nicht so aus. Okay. Weg. Den Banyan one-shot ich aber. Es gibt nichts dagegen, gegen den zu fighten hier. Ich hab ihn. Ist er gerade im Kreis gelaufen? Dann geflasht, ja. Jetzt haben aber auch alle einmal geflasht, der Drake wäre nice. Wo willst du hin? Zum Drake. Ja. Da ist der Drake. Deswegen gehe ich da hin. Hallo, Team. Hilfe. Mir hilft keiner. Ich hab Ulti in 20. Ich hab Ulti in 20. Wo ist denn Jarvan denn? Tap. Der ist oben. Tap. Komm. Ja, also komm. Wir haben nicht genug Damage dafür. Was? Keiner ist hier. Ich bin hier. Okay, wir werden sterben. Oder wir sterben? Nee, sterben. Wir werden. Guck mal, Pantheon ist unten, Caitlyn ist tot. Ja, dann kann ich den noch? Dafür, wenn die Caitlyn ist. Ich kann ihn fressen. Der ist gerettet. Ja, das nur gebaitet, damit wir Sweet den Drag machen können. Hier, genau das. Oh. Nee, will ich nicht. Da ist ein Lantern. Oh Leute, das ist ja unser Darius! Ich mein. Wieso lege ich denn hier eine Lantern hin? Okay, wir sind noch gestorben. Ja, damit du da auch auf jeden Fall rankommst. Ist doch offensichtlich. Für den Black ist okay. Und wir kommen eh nicht viel mehr raus. Warte mal, er hat Darius mit Thornmail als erstes Item. Das ist jetzt sehr interessant. Natürlich, Leute, zur Zeit der Renaissance war es sehr gängig, die Thornmail als erstes Item zu kaufen. Falschen Target geultet, schade. Darius, ich gehe gegen den. Okay. Da ist das Viech nochmal. Ich vergesse hier. Zed. Ja. Blue ist auch gleich geht da. Doch nicht. Naja, da gehe ich lieber Richtung beim eigenen Blue Buff und gehe Mitte. Leute, wisst ihr, ob. Die haben Herald gemacht. Passt in der Mitte auf, da sind ja, noch welche. Ja. Oh, jetzt beginnt wieder diese Double Global Scheiße. Wetten, die Caitlyn wird verrecken. Auf meinen Nacken, die wird verrecken. Das hier und ein bisschen Magierisi, Leute. Und na, jetzt ist alles nice. Ja, komm, der Corki geht schon runter, der hat Bock. Bei der Tester ist Level 9. Du weißt schon, dass unser Bot einen Schwanz bekommen hat? Ja, Toplane auch, ne? Jungle Herd auch, ne? Nö, ich bin relativ gut dabei. Jetzt? Also, die Q war jetzt sehr langsam. Die Q? Meine? Deine Q. Das heißt sehr langsam. Braucht halt seine Zeit, ist egal. Du musst mir sofort vertrauen sollen.
aber schade, wa? Können wir da rein? Pantern. Aufpassen, Brandulti. Ist er schon durch, Brandulti? Hab ich. Ich lebe. Unten chillt noch der Herald. Ah, den kann ich eh gleich fressen für den Stack nochmal. Warte mal, kriege ich jetzt noch einen Stack von dem? Zählt er als besonders? Besonders behindert? Leider nicht dran. Ja. Amy fällt auf. Wir haben Frontline. Ich bin Frontline. Ja, gut ab. Darius hat auch seinen Frontline-Job erledigt. Ja, aber der ist komplett nutzlos. Ja, nee, er hat seinen Frontline-Job erledigt. Ich will da nichts sagen. Er hat Thormail First. Also von der Effizienz her ist er ziemlich nutzlos. Ich hab jetzt auf jeden Fall Sonia. Das ist nice. Ich bin gut geschickt. Ich kann auch Dinge nochmal holen. Pantheon, weil ich den Pantheon mega easy doppel-triple solo kann. Ich muss mir unbedingt einen Screenshot machen von. Mach mal einen Screenshot von den. Ach ne, wir können das, ist ja aufgezeichnet. Ich will ja den Stream sehen unseres. Wie heißt er nochmal, Pantheon hier? Achso. Ich komme mal mit nach oben, just in case. Ich one-shot den Boss nicht kommen. Ich gehe davon aus, dass andere kommen werden, aber okay, ich vertraue dir. Gut, wow, leider natürlich alle haben wie immer Flash ab, dann wird es leider nichts, dann kommt der weg. Oh. SS! Ich hab's leider nicht mehr geschafft, das eh noch rauszukasten, ey. Ah, oh, komm, ganz ehrlich, ey. Die haben mich nicht gesehen und warten da oben, weil ich da alle anderen auch, ja. Die NA-Leute, die flashen die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, wie oft immer ist Flash. In der EU habe ich nie das Problem, dass die Leute ständig Flash up haben. Hier haben die immer Flash up. Deine Dorn machen ganz schön Damage, habe ich den Eindruck. Hä? Deine Dorn machen ganz schön Damage, habe ich den Eindruck. Ja. Warum will, ne? Die scalen auch ganz gut. Was ist mit Drake? Ja, wenn er da ist, gerne. Top-Line ist irgendwie scheiße. Ja. Was machen die denn da alleine? Baron? Ne, Jarvan geht Base. Ich glaube nicht, dass sie die machen werden. Ne, Jarvan geht Base. Ich komm auch. Ich bin unten, ne? Ne, dich brauche ich ja nicht. Kacke. Trash. Das ist auch nice, dass der Trash sich endlich mal bewegt. Von der Farm in der Mitte. Was ist nicht wahr, oder? Die haben alle Flash ab. Immer? Das ist nicht wahr, oder? Die haben immer alle Flash ab. Sag mal, flashen die eigentlich nie für jemand anderen, außer für uns beide? Das weiß ich nicht. Für den Rest des Teams. Es ist doch wohl nicht deren Ernst. Aber den Dragon kann ich jetzt mal knicken. Meine Güte, ey. Kill, oder? Das ist ganz leicht unlucky. Hätte du Glück, dass du so viel Schaden machst, damit die Geld dann. Ich geh Botlane pushen. Ich will Drache. Ja, deswegen gehe ich Botlane pushen. Kann man uns da treffen? Oh Leute, der hat er mir jetzt aber fett den Arsch gerettet. Ich hab kein Ulti. Kommst du her? Ich sag doch, ich komm Botlane. Bin unterwegs. Allerdings überlege ich mir vielleicht sogar Mitte zu gehen. Team, hallo? Trash, hallo? Irgendwie glaube ich. Okay, Leute. Das läuft jetzt irgendwie alles nicht so wie geplant. Ich weiß nicht, warum wir so. Warum wir nicht zusammengegangen sind? Don't.
Caitlyn war irgendwie draußen. Thresh hätte dir einfach Lantern geben können. Okay. Okay, okay, okay. Thresh, how about maybe Locket? Also Leute, ich will nichts sagen, ne? Aber wenn die Gegner, ne? Ne Locket vor dem er spielt mit Talisman auch noch. Okay, whatever. Dein Lieblings-Support-Item? Ja, natürlich. Ich kann mir League of Legends ohne Talisman gar nicht vorstellen. Krieg ich noch einen Freestack? Ich hab sogar noch zwei Freestacks. Not saying that. Great to have. Guck mal, Leute, ne, bin ich nicht nett. Ich erzähle ihm etwas über die richtige Itemization. Okay, irgendeiner lässt sich gleich irgendwo wieder catchen. Ich sehe es kommen. Oh, Pantheon. Gott, bin ich scheiße. Pantheon, keine Ulti. Hat er Flash? Ja, ich hoffe ja mal, irgendwann haben die auch mal nicht Flash, ja? Kann er hier nicht angehen. Wäre natürlich okay. Ein cooler Engage, geil. Sowas wie mein Stun. Auch die haben ja keinen Flash! Oh, das ist aber auch blöd, ne? Wenn kein Flash hat, du. Scheiße, guck mal hier, der hat auch keinen Flash. Oh, das ist aber doof. Oh, was machen wir denn da? Den bekommst du noch, oder? Okay. Holy shit, ja, warte mal. Bist du tot? Bringt uns halt, ne, ich glaube nicht. Bringt uns halt nicht wirklich viel, weil. Boah, ja. Die sind gestorben, obwohl der Z unten ist. Das ist interessant. Ja, es sind halt auch drei Feeder in unserem Team, ne, ganz klar. Okay. Warte, was hat mich denn umgebracht? Gucken wir mal nach. Natürlich ist das Death Recap so scheiße, dass wir das nicht sehen. Ey, da ist das Game zu Ende. Ja. Ist dieses Game zum Ende, oder? Ja, Caitlyn wird das nicht deffen können und Thresh doch schon mal gar nicht. Das ist doch nix. Okay, ich bin Teamspieler, ich kaufe Locket. Kann ich uns fette Schilde geben? Trotzdem das, dass ich die Targets alle gestunt habe, ich weiß gar nicht, woran sterben wir denn da alle, wenn ich doch, wenn wir Brand gedingens haben. Vielleicht und, am Brand? Hä? Ja, der Brand hat doch eine Ulti reingemacht. Aber ich verstehe es auch nicht, wir hatten halt eigentlich. Wir haben 3 gegen 5 eigentlich verloren. Hat sich die Caitlyn, die hat sich one-shotten lassen, oder? Keine Ahnung. Die kann sich nur one-shotten lassen. Das wundert mich halt total, dass wir das überhaupt verloren haben. Wenn ich mir halt überlege, dass wir den Pantheon da raus hatten, dann haben wir den Grant da rausgeholt. Ich verstehe gar nicht, woran wir denn da alle sterben. Ich glaube, ich habe. Pantheon hat keinen Flash. Ja, das ist ganz Neues. Nee, den hat er gerade benutzt. Da was auf den Grand kriegen. Das ist nicht wahr, oder? Nee, lol, der hat mich noch gekrittet. Immer dasselbe. Boah, ist das nicht wahr, oder? Diesen Schaden macht der Kork. Holy shit. Ich glaube, ich hab vergessen, meine Gargoyle zu ziehen. Der macht echt viel Damage, ne? Der ist aber auch ziemlich gefiel gerade. Sehen, was der an Schaden macht. Oh, das wenigstens hat er seine Coin gezogen. Sexy. Ich brauche sehr viel mehr Magie-Resi. Sehr, sehr, sehr viel mehr Magie-Resi. Die drücken die Mitte ein. Ich kann das hier alleine halten. Dann muss der Rest das Mitte dessen. Okay, wenigstens kommen die Gegner schon mal erstmal nicht weiter. Oh, nice. Set von hinten. Gut. Müssen den Tower verteidigen, Leute. Darius, scheiß was auf den Gegner.
schon mal damals gespielt? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, wenn ich das so sehe, Alter. Also, wie gesagt, ne? Er macht zwar die Frontline, aber er ist nicht die schlauste Frontline. Okay, ich weiß. Wenn ich das beobachten muss, kriege ich aber einen Anfall, ey. Was ist das denn? Erstmal hier Jacket hier. Was holt sich Thresh? Holt er sich ein Redemption? Der Thresh ist schon mal Gold 1. Das ist schon so. Der ist. Die sind ja alle nicht die schlauesten, oder? Elo hier. Caitlyn hat immer noch keine Ninja-Tabis. Okay. Der Drake sollten wir versuchen zu snacken. Ja, viel Spaß da reinzulaufen, ne? Ja gut, aber der Drake, der Jarve war ja mega lau. Der Pantheon ist noch tot, alle anderen auch. Die müssen ja genauso weit wie sein wie nee, wir. Nee, der ist schon weg. Scheiße. Warte hier dann. Oh, bin ich jetzt auch tot? Ich bin jetzt wahrscheinlich auch tot. Kannst du noch kommen und mir helfen? Ja. Oh, nice. Pantheon. Ja, schon noch. Pantheon. Zum Glück halte ich so viel aus. Also die Falle zu verkacken, ist schon eine Kunst. Das ist aber echt eine Kunst von mir. Hey, der Kampf! Hey, der Kampf! Die macht ja null Damage! Was? Wieso? Ich weiß gar nicht, die hat halt vielleicht gar keine Armor Penetration in ihren Runden oder so. Ich weiß gar nicht. Mal, du hast doch keine Armor Penetration. Ich schon mal, als ich das so beobachtet habe, habe ich auch gedacht. Also, eigentlich hast du doch keine Armor Penetration in deinen Runen. Wieso nicht? Was sagt ihr, Kevin? Nein, du hast immer Attack Speed mit AD und halt Armor und Magierisi. Hast du nicht? Nein, du hast keine Armor Penetration in den Runen. Doch. Nash ist ab, ne? Nein, jetzt ohne Witz. Nicht. Du hast keine Armor Pen. Ich habe jetzt auf jeden Fall Magic Pen. Ja, Magic Pen hast du. Ja, als Midlayer. In den Runen, in der Mastery. Ich bin dann wieder hier, ne, falls du mich brauchst. Oh, du hättest mich fighten können, aber ich bin da. Damage mache ich knapp 1000. Ich hab den Eindruck, wir müssen den Corki da rausholen, wenn es den Werbung tagelt. Ich hab das Gefühl, einer von uns. 50 Sekunden wieder irgendwelche passiven Sonias-Fähigkeiten ab und sowas. Da sollten wir auf jeden Fall drauf warten. Einer muss engagen, ich kann das nicht. Ja, das ist mein doof. Ich kann tanken, aber ich kann nicht engagen. Dafür brauchen wir den Thresh und der ist. Naja, du. Der hat's nicht so mit dem Kopf. Ich könnte das halt machen, ne? Aber. Ja, wenn du machst, kann ich vorlaufen. Ja, ich muss erstmal 22 Sekunden lang warten, bis mein Sonias wieder ab ist, sonst geht hier gar nichts. Okay. Noch 10 Sekunden. Oh. Bin jetzt hier auch gleich tot. Ja, ich hab halt keinen Sohn, jetzt ist nicht satt, ich kann da nicht rein. Ich war einfach zu früh. Der Thresh hat da Engage. Das ist echt ein Problem da hinter uns. Also, es ist einfach der Saven, der Zed, der Pantheon, die Beck da, Jamons die ganze Zeit da. Na, ich hab halt deren Dinges gesoned, ne? Ja, ja. Ah, interessantes Game, Leute, auf jeden Fall. Also, Leute, nur ein kleiner Tipp, ne? Die Thornmail ist zwar nice, aber wenn ihr gegen Champion spielt, die euch nicht wirklich auto-tacken, ist es vielleicht nicht das beste Item. Ist ein bisschen unlucky. Und falls ihr Thresh spielt, ja, keine Coin. Keine Coin, ihr baut sie auch nicht aus. Vielleicht Knights Vow. Das wäre vielleicht sogar echt nicht schlecht. Aber ja, Leute, der ist ja was mit EOS erobert. Nee, leider haben uns unsere eigenen Mates erobert. Ich glaube, das ist ein guter Satz, um das Ganze hier zu beenden. Und wir sind dann auch weg, Leute. Tschüss.